So, meine lieben Zuschauer und liebe Abonnenten, ich habe es tatsächlich geschafft. Heute ist Silvester und dass ich nochmal Silvester-Sonneln mache. Und ich freue mich, das Wetter ist eiskalt, die Sonne scheint aber, deswegen geht es einigermaßen. Ich bin mal gespannt, wie der Boden ist. Der Detektor brutzelt und freut sich schon. Dann würde ich sagen, fahren wir doch mal gleich an. So, und heute bin ich auch wieder mit dem XP Orx unterwegs, der mir freundlicherweise von DTI zur Verfügung gestellt wurde. Ah, ich sehe gerade, es ist gefroren und matschig. Der brutzelt ohne Ende, weil da drüben gleich Bahnlinien sind, deswegen die lauten Geräusche, also nicht irritieren lassen, stört mich auch weniger. Und da würde ich mal sagen, gucken wir mal, was heute am Silvestertag noch aus dem Acker kommt. Und da würde ich sagen, wünsche mir gut Fund und wir hören uns beim ersten Signal. Also, los geht's. So, und hier das erste gute Signal. Es sieht auch interessant aus. Das Problem ist, der Brocken ist tiefgefroren. Ich kriege es nicht heraus. Keine Chance. Okay, war eine schöne Idee mit dem Sonneln. Ihr habt mir jetzt echt eigentlich drauf gefreut. Und wenn ich mir die Ackerfläche so anschaue, die sieht echt super aus. Die ist aber echt tiefgefroren. Also ich habe so einen oberflächlichen Matsch an den Schuhen. Ich bin jetzt ungefähr, sag ich mal, 20 cm größer als vorher. Ich bekomme es nicht heraus. Und letztes Jahr um den gleichen Dreh habe ich das auch versucht und es hat keinen Spaß gemacht. Ich müsste jetzt hier Gewalt anwenden und würde dann, was auch immer da drin sich versteckt hält, zerstören oder beschädigen. Und das macht keinen tieferen Sinn. Tja, lieber Orx, ich glaube, wir hören wieder auf. Und das Ding werde ich jetzt noch, ich halte schon die ganze Zeit in der Hand, dass es warm wird, dass ich es befreien kann, dass wir gemeinsam schauen, was es denn ist. War ein super Signal, wie gesagt. Scheint auch größer zu sein und hier schön in diesem Erdklumpen reingefroren zu sein. Ja, schade. Mensch. Tja. Schauen wir mal weiter. Ich habe es sein lassen. Ich krieg's nicht auseinander. Ich habe das auf alle Fälle fotografiert. Somit habe ich auch die GPS-Koordinaten, wo ich denn gerade eben war. Ich gehe jetzt noch ein paar Meter weiter und schaue mal, ob das überall gleich ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jo, ihr Lieben, ich habe es echt versucht und keine Chance. Total tiefgefroren, barzige Stellen dazwischen, wo nichts ist und macht keinen Spaß. Ich habe es versucht. Ich hätte mich auch darauf gefreut. An dieser Stelle, heute Weihnachten und Silvester sind wir auch für mich die Weizenzeit. Ich habe hier von Neubräu Brauerei hier in Ingolstadt einen 93er Weizen. Das ist eins der besten Weizen, die ich kenne, muss ich echt sagen. Und an dieser Stelle erstmal Prost auf euch. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut überstanden. Also ich bin immer noch komplett vollgefressen. Heute ist Silvester und das ist ein Wahnsinnswetter. Ich stehe hier in der Sonne. Also hier, wo ich gerade stehe, ist ein bisschen windstiller. Jetzt gefühlt, würde ich mal sagen, 10 Grad oder sowas, also herrlich. Es sind auch viele Leute beim Spazieren und ich wäre jetzt wirklich gern auf dem Acker, aber keine Chance. Aber egal, das kommt wieder und wie gesagt, es ist mir einfach zu schade, wenn ich da was finde und dann müsste ich Gewalt anwenden, um an den Fund ranzukommen. Ne, fällt aus. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen Zeit hinten raus. Und muss sagen, war ein tolles Sondeljahr, habe viele schöne Sachen gefunden und es hat echt wirklich viel Spaß gemacht. Auch der Garrett Apex oder Apex, mit dem habe ich auch meinen Spaß gehabt. Ich werde jetzt dann vermehrt wieder mit dem Orx unterwegs sein, weil macht auch einfach Spaß mit dem zu sondeln und ist es ja auch in Ordnung. Und jo, jetzt bin ich mal gespannt, weil die nächsten Tage, ich habe vorhin mal nachgeschaut, da ist es dann auch von der Temperatur gleich, also jetzt nicht so toll sonnig wie heute, aber es ist halt gefroren in der Nacht unter 0 Grad. Somit bleibt auch der Acker weiterhin erstmal eine Fläche, wo es keinen Spaß macht zum Sonneln. Und ich denke, vielen von euch wird es ähnlich gehen, außer die, die im Wald sind. Ich bin nicht im Wald unterwegs. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen anders. Genau. Ja, was habe ich mir vorgenommen fürs nächste Jahr? Natürlich Sonneln, Sonneln, Sonneln. Und ich habe auch ein paar interessante Sachen vor. Müssen wir gucken, wie weit es mit Corona
nächstes Jahr sich weiterentwickelt, was ich dann da machen kann. Und jo, ich denke, ich werde jetzt dann auch in einer Zeit, wo man nicht sonnen kann, muss man einen Schluck trinken. Von daheim Videos machen. Ich habe mir ein Mikroskop geholt, welches man am Rechner und auch im Handy oder Tablet anschließen kann, um die Funde einfach auch besser euch zeigen zu können und für mich selber auch zum Funde analysieren. Da werde ich dann auch ein Video drüber machen. Und da passt ja die Zeit perfekt, jetzt wo es so kalt ist. Und ja, genau. Ansonsten möchte ich euch nicht die Ohren voll quatschen. Es freut mich auf alle Fälle, dass euch das gefällt, was ich euch in meinem Kanal zeige. Und ich mache das halt anders. Also ich habe mir viele andere Sondervideos angeschaut. Und jeder soll es so machen, wie er meint. Ich meine, ich mache das auch schon ein bisschen länger und ich mache das, glaube ich, genauso wie immer und werde da dran auch nichts zum Negativen ändern. Es bleibt einfach so. Und ja, genau. Wenn ihr noch unterwegs seid, ich wünsche euch gut Fund. Und ja, ich muss leider warten. Ich habe so Bock. Vor allem ist es noch total früh. Es ist, glaube ich, gerade um die 13 Uhr oder so. Hätte es wirklich schön Zeit gehabt, aber egal. Naja. Heute ist ja Silvester. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch in ein gesundes und hoffentlich besseres Jahr 2021. Das Jahr 2020, auch wenn viele drüber schimpfen, es war schon ein tolles Jahr auch, bis auf Corona natürlich. Aber ansonsten war alles okay. Ich hoffe, bei den meisten von euch auch. Und hoffen wir doch einfach mal, dass nächstes Jahr besser wird für uns alle. Und dass einfach das alles wegfällt, dass man wieder abends fortgehen kann, dass man essen gehen kann, dass man einfach normal miteinander wieder Zeit verbringen kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also an dieser Stelle einen guten Rutsch für euch. Sorry, mein Google hat sich hier aktiviert und wollte mich jetzt gerade zutexten. Da hat es die Aufnahme dann unterbrochen. Also an dieser Stelle einen guten Rutsch. Bleibt gesund. Viel Spaß beim Sonnen, gut Fund. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Also. Lasst es euch gut gehen. Yes. Herrlich. Servus.